Blinde Zerstörungswut, Gewalt, Verletzte. Das alles durch die sozialen Medien und das alles gipfelt jetzt in einem großen Prozess. Ich habe euch schon so oft gesagt, Leute, ich würde an der Vergangenheit nichts verändern. Ich bin YouTuber und dafür, dass die Leute mich schauen, muss ich irgendwas liefern, damit die Leute was schauen. Im Klartext, das nennt man Propaganda oder Provoganda, wie auch immer. Dass Jan am Sonntag die Leute belästigt, mitten im Wald. Und 6 Mann, 7 Mann, 8 Mann braucht dafür. Also, wer traut sich jetzt? Heute gibt's Kopfnüsse umsonst. Aber wie konnte es so weit kommen, dass der Oger, der nie seine Schanze verlässt, auf einmal im Wald ist? Herr Winkler wurde von Fritz Meinecke gefragt, ob er nicht bei der nächsten Staffel Seven vs. Wild dabei sein will. Rainer hat sich natürlich auch seinen Teamkameraden mit ausgesucht. Und das war die Gummipuppe, die er zahlreich beglückt hatte schon. Und so beginnt Lord vs. Wild. Herr Winkler! Rainer! Du hast nicht mal genug Ehrgeiz, um den Müll runterzubringen. Das ist richtig, ich habe nämlich gar keinen Müll, wo ich runterbringen könnte. Ich bin nämlich nicht unten, sondern ich bin immer auf der gleichen Ebene. Etwas, was du nicht verstehst. Alter, es ist gerade mal 12. Keiner von euch hätte die Stärke, die ich brauche. Ähnlich über die Hater. Haust du einem Hater auf die Fresse, hauen sie alle ab. Damit Wild das in der Nähe ist, auch merkt, dass ich da bin, dass mich nicht irgendwas überrascht, plötzlich. Ich habe eine Zeit lang auch draußen schlafen können. Ich habe auch 1-2 Videos aus dem Zelt, wo ich geschlafen habe im Zelt. Aber auch das funktioniert nicht. Ich kann nicht irgendwo hingehen und irgendwo im Hotel schlafen, im Zelt schlafen. Wahnsinn, voll angefangen und voll nass. Bin jetzt patschnass hier. Das macht mir jetzt ein bisschen Sorgen über die Nacht. Die Hater beweisen mal wieder aufs Neue zum milliardensten Mal, was sie für kriminelle Personen sind. Sofort irgendwelche Leute mich angreifen, mir nachstellen, mich verfolgen und das auch noch für lustig empfinden. So, Metal-Leute, servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Und ich habe mir Folgendes überlegt. Ich habe ja aktuell kein Zelt. Was ich aber habe, ist das hier. Das ist die Plane von meinem Zelt. Campen darf man nirgends, also Survival darf man. Bis auf den Pullover, die Hose, das T-Shirt, die Socken und mein Schal. So, das sind frische Brötchen vom Bäcker, die brauche ich für heute Abend. Yum-Yum-Suppen. Dann haben wir hier Teebeutel. Ich habe hier eine Schaufel. Dann hat man ein kleines Seil. Dann habe ich hier so 2-in-1, so Tücher. Und Klopapier braucht man natürlich immer. Dann habe ich hier 2 Flaschen Wasser. Dann habe ich hier noch einen Stock, Feuerzeug. Dann habe ich hier einen Schneebesen. Brauche ich natürlich für meinen Topf. Zucker für den Tee. Und hier ist mein Campingkocher drinnen. Davon abgesehen habe ich hier meinen Rucksack. Hier unten ist immer die Gaskartusche und der Zucker drinnen und ein bisschen das Besteck. Dann habe ich hier oben meine 2 Isomatten. Ja, gut, benötigt man eben, ne? Allgemeines Medikit, das kann man eigentlich überall kaufen. Will ich dann so ein bisschen schauen, wo ich mir einen Platz suche zum Übernachten. Und dann will ich ein bisschen so zeigen, wie ich mir ein kleines Lager baue. Und so kann es losgehen zum ersten Spot. Nass. Ich habe mir jetzt einen kleinen Unterstand gebaut. An 3 Stellen befestigt, einmal hinter mir und einmal links und rechts von mir. Es ist jetzt nichts Perfektes, ich kann aber nach links schauen und ich kann geradeaus schauen. Wie spät ist es? 19.26 Uhr, also ich denke, ich gebe dem Ganzen jetzt noch eine Stunde, dann ist es zappenduster. Ich habe jetzt hier ein bisschen meine Verpflegung ausgepackt, alles ein bisschen unter die Plane. Ich bin noch in Sichtweite nach Kirchen. Ich habe jetzt 2 Möglichkeiten, was zu essen zu machen. Ich könnte hier die Sandwiches essen. Ich habe noch so Cavanossi mit Käse dabei. Das ist ein bisschen madig, aber das hilft jetzt nicht. Nachdem der Lord sich gestärkt hatte, ist er schlafen gegangen, weil es schon dunkel wurde. Ich persönlich bin gespannt, wie die Nacht wird. Das hat jetzt ganz schön runtergehauen und gepisst. Und so endet Lord vs. Wild Tag 1. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst ein Like und ein Abo und ein Kommentar da. Das würde mich extremst freuen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao!